Und damit willkommen zurück zu Hercule Poirot, The London Case. Wir haben die Leiche von der Irene entdeckt und waren jetzt im Museum gewesen, um festzustellen, dass ihre Freundin, ja, sehr außer sich ist. Nun gibt es noch mehrere Orte, die wir aufsuchen können, neuerdings. Und zwar, wir haben Mortimers Büro, wir haben die Theaterstraße, wir haben Büro der Zeitung und wir haben Bischof Mountjoys Kirche. Machen wir mal die Zeitung. Wir sind inzwischen Kapitel 5 angekommen, müsste es sein. Also ich denke mal ungefähr Halbzeit, so vom Gentlemen, Gefühl her. was kann ich für Sie tun? Nathaniel Dryden. Ich hatte gehofft, mit Mademoiselle Farquhar sprechen zu können. Stimmt, sie arbeitet bei der Zeitung. Sie ist leider bereits vollauf mit einer Reportage beschäftigt. Es sei denn, Sie sind mit einer hier, die größer ist als die, an der sie arbeitet. Wir haben schreckliche Nachrichten, wir haben verdächtige Nachrichten zu einer Brandstiftung, wir haben verblüffende Nachrichten zur Kunstfälschung. Ein anderes Mal vielleicht, Gentlemen. Wir sind wirklich sehr beschäftigt. Das zählt nicht. Ein anderes. Moment. Ich werde Ihre Zeit nicht. Aha, also das war nicht schlimm genug. Okay, Mord an der Persönlichkeit, exklusiv, Brandstiftung, Kunstfälschung. Da ist irgendwie über, keine Ahnung, der Eröffnung von der Bleichefabrik wahrscheinlich wichtiger. Interessant, interessant. So sind sie. Der arme Peter Parker, der sich auch neue Sachen einfallen lassen, Entschuldigung. So, wo sind wir denn hier wieder? Wir haben Melonenträger, übrigens immer noch keine Musik. Es ist, ich verstehe das Spiel nicht, warum die Musik fehlt. So, was haben wir? Wir haben hier wieder Bettys Umkleide. Er sitzt auch nicht mehr hier und hier kann ich weitergehen. Okay. Ah. Gut, dann gehen wir in seine Umkleide. In seine, in ihre, Entschuldigung, ihre Umkleide. Das hat meinen Kopf ausgesetzt. Hat sich hier was geändert? Also, es liegt nicht mehr so viel rum. Das ist schon mal sehr schön. Die Zeitung. Ein blasser Stern am Theaterhimmel. Liest man einen Namen wie Betty Allen in der Besetzung, so sollte man erwarten dürfen, dass die solide Bühnenerfahrung auch dem langweiligsten Stück Momente Strahlen des Lebens einhauchen müsste. Doch was sich an diesem Abend an Charisma über die Bühne schleppte, versank alsbald in einem Sumpf aus amateurhafter Dramatik. Das Publikum bedachte die Show und ihren Star aus Übersee mit stehenden Ovationen, welche mit Tränen, der Rührung, einem Arm voller Blumen und einem Strahlen angenommen wurden, als habe sie gerade die Leistung ihres Lebens verbracht. Wenn es sich bei ihr um ein neues, aufstrebendes Talent handelt, das man gerade im East End am Straßenrand aufgelesen hat, wäre der Applaus durchaus berechtigt. Da schreibt aber jemand. Mittelmaß ist ein Begriff, der zumeist abwertend verwendet wird, aber im Falle von Betty Allen ist er eben einfach das Beste, was man sich erhoffen kann. Ohne die ausdauernde Unterstützung durch das fabelhafte Orchester, ein Kraftakt sondergleichen, wäre die gesamte Aufführung unter dem Gewicht von Mrs. Allens Ego und den schrillen Misstönen ihres Gesangs zusammengebrochen. Eine Zeitung mit der Schlagzeile "Ein MP wechselt die Seite". Sieht nach einem Interview mit unserem guten Monsieur Ellsworth aus. Achso, jetzt können wir was auswählen. Okay. Heinrich Komet zieht Wissenschaftler und die Welt in seinen Bann. Ich bin froh, ihn zu meinen Lebzeiten gesehen zu haben. Die Nachrichten von dem Feuer und ihren Tod muss den Rest von London erst noch erreichen. Ich wusste, die Nachricht von dem Diebstahl würde schon bald in den Schlagzeilen stehen. Die verlorene Magdalena. Die erst kürzlich umbenannten Royal Edward Gallery. Die erst kürzlich umbenannte, Entschuldigung, Royal Edward Gallery strebt eine Rückkehr zum Glanz alter Tage an und versucht, ihren zweifelhaften Ruf als fade und unzeitgemäße Ausstellung zu überwinden. Die Ankunft einer Kollektion des Dubois Estat in Bouillon, Belgien, einschließlich des lang ersehnten Abbilds der reumütigen Magdalena, die vor kurzem vom ehrenwerten Mortimer Ellsworth der konservativen Partei entstanden wurde, sollte den dringend benötigten Neubeginn markieren. Übrigens finde ich es schön, dass immer von dem Bild gesprochen wird, aber nirgendwo steht mal drunter, wer hat denn den gemalt und die Daten des Künstlers. Typischerweise, wenn irgendein Kunstwerk ist, egal wo du es liest, ist immer dahinter der Künstler, wann
Hat er gelebt oder wann ist sie gemalt worden? Dieses Bild, egal. Entsprechend groß war mein Schrecken, als nach geduldigem Warten auf die Enthüllung statt eines Gemäldes eine leere Wand für Aufsehen sorgte. An der Wand des Château de Dubois hat die reumütige Magdalena zuvor über 150 Jahre sowohl die Barbanter Revolution als auch die Belgische Revolution unversehrt überstanden, nur um schon nach wenigen Wochen auf englischen Boden und wenigen Tagen in unserer illustren Stadt zum Opfer einer Entführung zu werden. Das umgehende Erscheinen von Detektivinspektor Hardwick vom Scotland Yard zeigt, mit welcher Dringlichkeit nicht nur die Metropolitan Police, sondern auch Kuratorin Evelyn Lakshmi Warbeck versuchen, das besondere Werk zurück in seine neue und bisher kurzlebige Heimat zu bringen. So, dann hier. Mr. R. Thompson, 1865 bis 1910, örtlicher Schlachter aus Lambeth, geliebter Vater und Ehemann. Lieutenant David Golding, Royal London Fusiliers, 1878 bis 1910, erlag dem Keuschhusten, verstarb im Kreis der Familie. Seine Kinder Henry und Eliza und seine Frau Eleanor. Okay, stimmt. Also das Todesanzeigen hat er gelesen. Ah, das ist ein bisschen schlecht beschrieben. Der meint damit Todesanzeigen und es muss erst durchdringen, dass jemand gestorben ist. Halley und der König. Für viele war der Halleysche Komet ein Phänomen, das erschien und verschwand, wie eine funkelnde Spur am Firmament. Als kurzer Moment der Schönheit über dem grauen Wolkenschleier der Hauptstadt. Für andere jedoch ist er es, der einen geliebten und mächtigen Monarchen zu Fall brachte. Und Monsieur de Mire hatte recht. Das Wahlergebnis im Januar, das keiner Partei die absolute Mehrheit brachte, war ein unerwarteter Auftakt für das neue Jahrzehnt und regte einige Mitglieder des House of Lords dazu an, zu überdenken, wie genau sie zu den großpolitischen Fragen standen und, noch wichtiger, wie sich dies auf ihre Unterstützung auswirkte. Ein solches Parlamentsmitglied, das über die letzten Monate über die eigene Position und Karrierechancen reflektiert hat, ist der ehrenwerte Mortimer Ellsworth. In seiner Heimat Surrey schätzt ihn seine loyale Wählerschaft für die hohen moralischen und ethischen, ganz wichtige Standards, die bereits sein Vater vor ihm vertrat. Obwohl es den Anschein hatte, dass seine Popularität nur auf Seiten der konservativen und liberalen Unionisten weiter wachsen könnte, überraschte er das Parlament in seiner letzten Rede, indem er die Integrität seiner Partei in Frage stellte, ehe er den gewagten und oft erwogenen Schritt des Parteiwechsels vollzog. Im Gespräch nach der Parlamentssitzung erklärte er, ich konnte nicht länger schweigend mit ansehen, wie die notleidenden Menschen in unseren Städten ignoriert werden. Wir haben das große Privileg, für die Kinder und Bürger einzutreten und wir tun ganz einfach nicht genug. Deshalb musste ich handeln. Sehr schön. Gefällt mir. Also, wenn er denn so ist, wenn wir nicht noch ein bisschen mehr Dreck aufwirbeln im Laufe dessen. Weil es kann immer sein, große Politiker, wo dann doch ein bisschen mehr Dreck im Stecken ist. So, Vogel lebt noch. Das sieht besser aus. Hier sieht alles gut aus. So, jetzt reden wir mit ihr. Betty. Ich sag nochmal Radio. Bonjour, Madame. Haben Sie einen Moment um... Ist etwas vorgefallen? Ich verstehe aber nicht, dass sie Radio sagt im letzten. Es sind doch einfach nur Grammophone, oder? Da können Sie Gift nehmen, dieser Mistkerl. Wie kann er es wagen, mein Schauspiel mittelmäßig zu nennen? Ich bin sicher, er wollte nicht... In der Zeitung. Das reicht. Ich gebe auf. Ich habe genug von der Schauspielerei. Von dieser Stadt. Atmen Sie tief durch. Die Meinung eines Mannes, die noch dazu falsch ist, kann nicht mächtig genug sein, eine Karriere wie Ihre zu beenden. Sie haben recht. Soll er denken, was er will? Es tut mir leid, ich bin Schauspielerin. Es ist mein Lebensunterhalt, etwas dramatisch zu sein. Ich wollte gerade sagen, sie brennt ja los, und nur um dann sofort die Richtung zu ändern. Sehr beeindruckend, Monsieur Hastings. Eine Position als Unterhändler würde zu Ihnen passen. Gibt es etwas, bei dem ich Ihnen beiden helfen kann? Wo waren Sie im Anschluss an die Gala gestern Abend? Sie wissen, was ich weiß, oder nicht? Ich stand auf der Bühne und trat vor vollem Haus auf. Moment, es trat eine Person auf, die unheimlich schlecht gesungen hat und geschauspielert hat. Wollen Sie wirklich sagen, dass Sie das waren, oder geben Sie lieber gleich zu, dass jemand Sie vertreten hat? Ich wollte nicht. Zack war da. Sie beide scheinen sich gut zu verstehen. Er wird es Ihnen sagen. Diese russische Dame von der Gala auch. Sie war bei ihm. Das haben die drei in Alibi. Aber ist auch schwierig. Alibi, ja, wir gehen hier zu einer Aufführung und dann ist es dunkel im Saal und die können sich rausschleichen. Deswegen spiele ich. Monsieur de Mire und Mademoiselle Barbagnon zusammen? Très bien.
war ihr Mann ebenfalls zugegen. Er hat es bereits gesehen. Ich sagte ihm, er müsse nicht kommen. Wirklich, ein sehr unterstützender Ehemann. Ja, Ironie, sehr unterstützend. Wo ist ihr Ehemann denn jetzt? Da wissen Sie so viel wie ich. Es ist überaus wichtig, dass wir mit ihm sprechen. Dann haben Sie ein verschwundenes Gemälde und einen verschwundenen Ehemann zu finden, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten zu überbringen. Hören Sie, ich glaube nicht, dass ich heute noch viel verkrafte. Tja. Mademoiselle Kurzmatt wurde letzte Nacht ermordet aufgefunden. Aha. Ich hätte erwartet, diese Nachricht wäre etwas... Ach so, na, die hat ja gegen ihren Ehemann das Glas erhoben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will nicht wirklich hören, dass jemand gestorben ist, aber Sie und ich, wir waren uns nicht grün. Madame Allons nonchalante Reaktion hat mich wirklich überrascht. Mich nicht. Merci. So, ich glaube, dann sind wir hier erstmal durch. Außer Hastings hat noch irgendwas. Wir müssen immer dran denken, Hastings ist nochmal so ein Ankerpunkt. Was brauchen Sie? Sie war... Ich habe mir was Neues. Wir wissen als Neues, dass Anastasia dort war, auftritt. Sie hatte den Auftritt, er war auch bei dem Auftritt. Okay, das sind die Neuigkeiten, die wir haben. Gut, dann... ich möchte gerne rausgehen. Kann ich bitte... Gut, wir müssen hier noch ein bisschen bleiben, habe ich das Gefühl. Oh, Papierkorb. Ich sehe einen zerrissenen Brief, der interessant aussieht, aber ich kann nicht alles durchstöbern, wenn Madame Allen noch zugegen ist. Okay, müssen sie irgendwie rauskartoffeln. Was machen wir denn Schönes? Sie stecken wirklich... Merci. Kann ich ihn vielleicht... Sie ablenken mit Hastings. Was brauchen Sie? Ihre das Hilfe? Klingt, ich würde Sie nie um etwas bitten, das ich nicht auch selber tun würde. Nur ist es in diesem Fall erforderlich, dass ich den anderen Teil des Plans übernehme. Was soll ich tun? Madame Allon, Sie müssen Ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken, während ich die Gelegenheit nutze und mich umsehe. Das kann ich gern tun. Ich werde Ihren Hang im Mittelpunkt stehen zu wollen nutzen. Mrs. Allen, diese Fotografie da, sind Sie da wirklich an einem Filmset? Ah, und deswegen kann ich... Oh Gott. So, ein zerrissener und weggeworfener Entschuldigungsbrief von einem Johann Christiansen und, ist der Glücksfall, ein Teil einer Adresse. Vielleicht sind wir doch damit einen Schritt näher an seinem Versteck. So, haben wir damit alles, was wir brauchen? Oder können wir noch irgendwas anderes hier absuchen? Nö, das war's. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Wir machen die Tür 3 Meter entfernt durch Bewegung auf. Ich muss sagen, Hercule Poirot ist wirklich ein Jedi-Meister geworden inzwischen. Ich bin von seinen Machtfähigkeiten überzeugt. Die Midi-Chlorianer sind eine hohe Konzentration. Er levitiert, er kann Sachen in der Luft öffnen, aus der Entfernung. Es ist Wahnsinn. So. Ich würde trotzdem mal zur Zeitung gehen und zwar einfach nur wissen, wie schlecht sie denn wirklich war. Gentlemen, was kann ich für... Ich hatte gehofft, sie ist... Vielleicht sollten wir mit unseren Informationen zu den Plänen der glamourösen Madame Adam, der Schauspielerei den Rücken zu kehren, anderswo hingehen. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Ah, das könnte genau das sein, was wir brauchen. Gentlemen, was kann ich für Sie tun? Das ist Ihr Büro? Es ist sehr beeindruckend. Mademoiselle, ob Sie die Zeit hätten, einige Fragen zu beantworten? Ich habe gerade nur wenig Zeit. Wenn wir vielleicht einen Termin... Ich versichere Ihnen, ich werde konzentriert bleiben und meine Fragen relevant halten. Immer. Schön, beeilen Sie sich. Sag mal, Sie hat auch das Ganze... Also... Es steht mir nicht zu, das in Frage zu stellen, aber gerade in dieser High Society, wo sie sind, würde ich vermuten, dass sie öfters mal die Kleidung wechseln, oder? Vor allem die Damenwelt. Und sie hat die ganze Zeit schon das an, was sie auch schon auf der Überfahrt anhat. Entweder hat sie 30 Mal das gleiche Kleidungsstück oder
Nun gut, es gab ein Feuer in Mademoiselle kurz Mais Apartment. Geht es ihr gut? Nun ja, kann man so oder so sehen. Das Feuer hat sie auf jeden Fall nicht umgebracht. Ich fürchte nicht. Himmel, wie schrecklich. Hatte sie irgendwelche nahen Verwandten? Ich glaube nicht. Und ihre Eltern sind ebenfalls bereits von uns gegangen. Sie war die letzte Lebende, kurz Matt. Eine Frage, die ich nicht erwartet hatte. Aber zumindest zeigt sie ein gewisses Maß an Mitleid, das stimmt. Wie gut waren Sie mit der Verstorbenen bekannt? Ich habe sie nur vor kurzem beruflich getroffen. Was wird jetzt aus ihrer Ausstellung? Das kann ich nicht sagen. Aber ihre Arbeit wird nun sicher weniger wohlwollend betrachtet werden. Das stimmt. Verzeihen Sie, Inspektor, ich verstehe nicht. Mademoiselle Kurzmeitz war verantwortlich für das Verschwinden des Gemäldes. Und in ihrem Appartement wurde eine Fälschung entdeckt. Also stahl sie das Original und fertigte eine Fälschung an? Warum um alles in der Welt? Das gilt es noch herauszufinden. Herauszufinden. Haben Sie Mademoiselle Kurzmeitz nach der Gala noch gesehen? Bin ich eine Verdächtige? Beantworten Sie einfach die Frage. Wir versuchen lediglich, alle Informationen zu sammeln. Richtig, Poirot? Oui. Das ist korrekt. Correctement. Es tut mir leid, es war nur etwas viel auf einmal. Ich habe gestern bis spät in die Nacht gearbeitet. Mein Artikel über die Gala musste geschrieben werden. Und die Fotografien mussten entwickelt werden. Es war sicher noch jemand anderes im Büro, wenn Sie das überprüfen wollen. Ich weiß, Sie wollen sicher gehen, dass Sie alles genau untersucht haben. Merci, Mademoiselle. Okay. Wir waren jetzt Theaterstraße, wir waren im Museum, das heißt, wir haben jetzt noch Mortimers Büro und die Kirche. Dann mal ins Gotteshaus. Ich möchte da nur Bilder vom jüngsten Gericht sehen. Was? Komm, Puss. Kätzchen? Wo bist du? Bartholomew! Genug jetzt! Moment. Was mit dir? Nicht Bartholomäus, sondern Bartholomew. Für Katz. Also, das ist ganz niedlich eigentlich. Es tut mir leid. Ich habe gerade einfach nicht die Zeit zum Plaudern. Ich muss Bartholomew finden. Haben Sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Wirklich, Inspektor? Bartholomew ist der Kirchenkater. Ich glaube, eine Vermisstenanzeige wäre leicht übertrieben. Okay, ich muss zugeben, das macht ihn gerade ein bisschen sympathischer, dass er wenigstens mit Tieren ein bisschen umgehen kann und sich um eine Katze sorgt. Das finde ich schön. Ich bin sicher. Mit Ihrer Hilfe finden wir ihn in der Hälfte der Zeit. Und dann haben Sie vielleicht Zeit, meine Fragen zu beantworten? Meinetwegen. Jetzt ist nur wichtig, ihn zu finden. Ach so. Wann haben Sie das fragliche Kätzchen zuletzt gesehen? Sein Name ist Bartholomew und ich würde es begrüßen, wenn Sie ihn so nennen würden. Also er ist auch bei der MeToo-Bewegung, das Bartholomew-Too? Pardon, wann haben Sie Bartholomew zuletzt gesehen? Besser. Sie müssen wissen, das arme Tier zeigte Interesse an meiner Staffelei. Er sprang hinauf, warf ein paar meiner Pinsel und Farben um und erschreckte sich. Moment, ganz kurz, das ist ja eine interessante Information. An seiner Staffelei, das heißt, er malt selber? Er rannte fort und seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Oh, guck mal den Kreuzzug. Das ist ja, also gibt es ja auch in Bayern zum Beispiel mehrfach diese Kreuzzugsgeschichte, wo man dann halt mehrere Punkte hat, also ob es jetzt Bilder sind oder Meißelung oder irgendwas auf Kreuzungswegen, die halt diese ganze Geschichte von Jesus da erzählen. Merci. Neue Gedankenkarte freigeschaltet. Finde das Kätzchen. Ich muss sagen, das hat mich an meine Zeit als Beamter im ländlichen Belgien. Aber ich muss die Katze finden, sodass Bischof Mountjoy endlich meine Fragen beantwortet. Okay. So, ich würde gerne mal... Ich würde mal die Kirche erstmal angucken. Ganz in Ruhe. Handfeger und Kerblech. Aufgefickter Schmutz auf dem Kerblech. Sieht nach einer Glasscherbe aus. Bischof Mountjoy muss nach dem Zwischenfall mit der Katze aufgeräumt haben.
Hat sie wahrscheinlich eingesperrt. Wird noch langsam. Altarkerzen runtergebrannt. Von der Kerze ist noch wenig übrig. Sie muss eine Weile lang gebrannt haben. Ja, noch mehr. Moment, hier war doch gerade noch was Zweites. Das war doch nicht nur Altarkerze. Echt? Ich dachte gerade, ich hätte noch was anderes gesehen. Ich gehe nochmal kurz um die Ecke. Das ist alles nur das? Es kommt irgendwie, es ploppt irgendwie so an der Seite noch was auf. Na gut. Dann eben nicht. Seht ihr das? Hier, da kommt doch. Hier. Die Bibel ist beim Komplett, dem Nachtgebet, aufgeschlagen. Der Bischof war letzte Nacht anscheinend hier. So. Ich drehe meine Kamera, schaue es richtig rum, ja. Hier ist Wachs. Das Kerzenwachs am Boden hart geworden. Die Staffelei lasse ich mal außen vor. Warum haben die so viele Bilder von der Kreuzigungszeremonie? Und ich kann dann damit nicht interagieren? Das ist irgendwie komisch. Mehrere Bibeln. Auf dem Boden, die würde ich wenigstens aufheben als aufmerksamer. Da ist irgendein Schiff mehr dahinter, oder? So. Ich kann zumindest nicht interagieren mit den Bildern. Gut, egal. Dann kann man doch nichts machen. Sehe ich zumindest gerade nicht. Wir gucken uns die Staffelei an. Wir haben übrigens ein bisschen Musik. Entdeckung. Was gibt es denn als Entdeckung? Erstmal unten. Was wohl der Allmächtige zu diesem Chaos sagen würde? Vor allem neben dem wunderbaren Läufer hier. Sowas. War schon ganz gut gemalt. Es wäre nicht richtig, das hier mitzunehmen. Solange Bischof Manscheu in Sichtweite ist. Zeichenkohle. Ach, Zeichenkohle, das will er. Okay. Wir gucken nach. Erstmal Nummer 1 hier. Wir haben mitgekriegt, Florence bis spät abends gearbeitet. Gut. So, was haben wir? Altarkerzen runtergebrannt. Zerbrochene Zeichenkohle, Wachs. Wir sprechen mal mit Astings. Was brauchen Sie? Was? Sie waren... Wir reden noch mit ihm. Ich glaube nicht, dass ich... Merci. Da muss ich wieder... Es ist manchmal witzig, dass manchmal mit ihm muss man es erklären. Manchmal muss man es oben klären. Und, manchmal muss man alles finden. Manchmal muss man es im Gedanken-Ding machen. Manchmal muss man es mit Hastings klären. Was... Ich weiß, was passiert ist. So, was haben wir denn? Wo ist die Katze losgerannt?
Guckt mal hier groß und Detailaufnahme, das ist Quatsch. Staffelei? Ich hab's leider nicht gesehen, genau. Beistuhl. Kirchenbänke. Der Seite. Altar. Das wäre mir nie auch nur in den Sinn gekommen. So. Wie können wir herausfinden, ob die Katze am Altar losgelaufen ist? Was kann ich für Sie tun? Weil ich habe es nicht gut genug untersucht. Sie waren... So, machen wir mal. Da war doch gerade was. Guck mal, da unten ist irgendwas. Hier ist Glasscheibe. Scherbe. Eine Glasscheibe, die in einiger Entfernung vom Vorwerk gefunden wurde. Aber warum hier drüben? So, was haben wir noch hier? Na, wahrscheinlich ist der umgefallen, nehme ich an. Deswegen ist das der Wachs auch unten. Hm. Das Wachs unten. Ah. Die Katze wurde vor einer Weile gelöscht. Zwei Sachen. Sichtbare Delle, Kerzenstand. Ach, dort, ja. Ist also umgefallen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dadurch irgendwas kombinieren können. Kombination. Glasscherbe, sichtbare Delle. Wachs, sichtbare Delle. Die Antwort lag die. Die Kerze wurde umgestoßen, wobei das Wachs vergossen und die Wachspfanne verbeult wurde. Damit haben wir Kerzen in der Nähe der Stufen wurde umgestoßen. Stufen. Gestoßen natürlich. So, wir reden erst noch mit ihm. Was brauchen Sie? Was? So. Wir. Das hat nicht gezählt jetzt. Was kann ich für Sie tun? Okay. Sie waren... Reden wir mit ihm. Ich glaube nicht, dass... Ja, Thomas, ein Mitglied meiner Gemeinde, kümmert sich üblicherweise darum. Aber er dachte sich, dass ausgerechnet dieses Wochenende eine gute Zeit für einen Urlaub in Margate sei. Wo, sagten Sie? Ging das Glas zu Bruch? Die Staffelei. Ich malte und Bartholomew war offensichtlich etwas ungestüm. Und warf das Wasserglas um. Merci. Zwei neue Sachen. So, Forrest. Glasscherben und der Staffelei aufgefegt. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Okay, Glasscherben des Altars. Ich kann mir nicht erklären, wie die Glasscherben so weit wegfliegen konnten. Scherben zu weit vom Ort, an dem das Glas zerbrach. So, und dann hier. Na los. Ich kann einfach keinen... Aber wir haben doch ein zweites... Als das kam, sind zwei Sachen aufgeploppt. Ich muss eine andere. Das heißt eigentlich automatisch, dass das mit was anderem. Logisches Denken. Warum zerbrach eine Zeichenkohle? Er will es verschleiern. Okay, damit haben wir was Neues. Nämlich hier, Ross hat darüber gelogen, wo das Glas zerbrach. Voilà. Die Indizien deuten darauf hin, dass das Glas beim Altar zerbrochen wurde. So, Glas beim Altar zerbrochen. Die Vorgänger werden langsam. Und Kerze umgestoßen. Die Katze könnte in Richtung des Beistuhls gerannt sein. Dem konnten wir nämlich noch nicht interagieren. Und können wir jetzt auch noch nicht.
Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit ihm, Hastings. Was brauchen Sie? Was? Ich glaube, ich weiß, bevor Bartolomeo wegrannte. Und zwar... Na gut, machen wir die beiden doch. Ich frage mich, mit dem ob der Bischof die Ereignisse zutreffend beschreibt. Vielleicht warf er das Glas nach Bartholomew, weil dieser auf den Altar sprang. Ich weiß, dass es so aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so grausam sein könnte. Was sagt uns, wohin die Katze als nächstes kam? Ja, wohin geht es als nächstes? Das war mit Beistuhl. Poirot, Sie sind ein Genie. Das ist so Quatsch. Jetzt war die Frage, wohin es als nächstes ging. Es ging nicht darum, was deutet darauf hin, worin sie gelaufen ist. Da wäre es klar, das Ding ist umgestoßen worden in die Richtung. Das ist manchmal schwierig von der Formulierung her. So, wie können wir herausfinden, ob die Katze vom Altar zur Kerze gelaufen ist? Hier, umgestoßen. Wie können wir wissen, wohin die Katze als nächstes gerannt ist? Wohin ist die Katze gerannt, nachdem sie die Katze umgestoßen hatte? Beistuhl. Poirot, Sie sind ein Genie. Und damit wissen wir Beistuhl. Na, wer ist denn da unten? Viel zu beichten hat, erhebt sich mit leichten Herzen und Schmerzen Gesäß. Ein Loch von ausreichender Größe, das eine kleine Kreatur hineinkriechen und sich darin verstecken könnte. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn herauszulocken. Oh, guck mal. Die Antwort lag direkt vor meiner Nase. Wir brauchen also irgendetwas, um ihn hervorzulocken. Kriegen wir vielleicht was vom Herrn? Also von dem Herrn, nicht dem anderen Herrn. Ich glaube nicht. Merci. Das ist schon wichtig, von welchem Herrn wir im Gotteshaus reden. Was brauchen Sie? Was? Sie waren... Okay, ich habe gerade noch nichts, weil mein Inventar ist erstaunlich klein gehalten. Aber wir werden schon was finden. Ich denke aber dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.